So, Rico, 6:4 gegen Langenthal verloren. Wie ist dein Statement? Wie fällt dein Statement zum Spiel aus? Ja, wir haben gut angefangen, erst im Drittel. Im zweiten Drittel dann haben wir für 8-9 Minuten geschlafen. Da haben wir 3 Tore gemacht, 4 insgesamt im zweiten Drittel. Und dann im letzten Drittel hatten wir gut zurückgespielt. Leider 40 Minuten ist nicht gut genug gegen so einen starken Gegner. Okay. Was siehst du einen Punkt, der entscheidend war für die Niederlage heute? Weil grundsätzlich sagst du ja auch, war man auf Augenhöhe im Grunde mit Langenthal. Ja, wir waren bestimmt auf Augenhöhe. Der wird diesen Schlafperiode für 12 Minuten im zweiten Drittel nach dem Unterzahltor. Ja. Und haben wir ein bisschen gewackelt und das hat das Spiel geändert. Okay. Erik Stefan hat sich während des Spiels verletzt. Kannst du was dazu sagen, wie es ihm geht? Ja, der hat einen Schnitt auf die Oberschenkel bekommen. Wird genäht, aber es ist nichts was Besonderes. Okay. Morgen 16:30 Spiel um Platz 3 für euch nochmal. Wie ist jetzt der Plan für euch? Was macht ihr heute noch? Wird morgen nochmal trainiert? Nein, morgen wird nicht trainiert. Wir werden heute dem anderen Spiel schauen und dann in ein Hotel gehen und morgen vorbereiten. Okay. Rico, vielen Dank und viel Erfolg für morgen. Dankeschön.